dadurch, dass die Dürre große Teile Europas betrifft, ist eigentlich jede Region beschäftigt, solche Schäden, Borkenkäfer, Dürreschäden, Sturmbäume aufzuarbeiten. Und man kann das gar nicht verteilen, die Arbeitskräfte. Und auch die Sägeindustrie kann sich überall bedienen, weil überall das Holz anfällt. Wir haben eigentlich ein nahezu flächiges Ereignis mit dieser Dürre in Europa. Und deswegen sind die Preise verfallen. Wir in Schandorf haben noch Glück. Wir sind mit einem blauen Auge bisher davon gekommen. Mein Kollege zum Beispiel, die diesen Südhang haben im Schurwald oben, bei denen schaut die ganze Geschichte schon wieder anders aus. Wir haben auch eine gute Mischung an Baumarten. Wir haben relativ wenige Monokulturen. Und die wir haben, sind aber auch massiv betroffen durch Borkenkäfer und Trockenheit, in der Fichte zum Beispiel. Man sieht auf der Vegetation ringsherum Bohrmehl. Man sieht es aber auch hier am Stammfuß in der Rinde. In der Moos an der Rinde. Man sieht es aber auch hier in diesen Taschen, in diesen Falten hier oben, sammelt sich auch Bohrmehl. Das sind so diese Anzeichen, der Baum hat Borkenkäfer. Und den müssen wir dann jetzt einfach fällen und schnellstmöglich dann ins Sägewerk bringen, dass der Käfer, der hier drin ist, nicht ausschwärmt und noch an neue Bäume befällt. In Spitzenzeiten hatten wir mal 70 Euro noch für einen Käferbaum bekommen, für einen Festmeter. Mittlerweile liegen wir jetzt bei 25 Euro. Wir kriegen das Holz teilweise gar nicht schnell genug aus dem Wald raus. Und wenn wir jetzt frisches Holz machen würden, würden wir im Endeffekt diesen Käfer noch provozieren, dass der in dieses frische Holz an der Straße reingeht. Der geht auch in diese frisch geschlagenen Stämme rein. Und wenn das Holz dann nicht aus dem Wald kommt, wird es befallen, es wird entwertet, wir kriegen wieder weniger Geld für. Und wenn wir ganz Pech haben, fliegt der Käfer auch wieder raus und befällt wieder neue Bäume. Also frisches Holz zu machen in der Fichte ist gerade eigentlich unmöglich.